Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 17 Video und heute geht's wieder rund ums Traden. Und falls ihr mehr Trading-Tipps sehen wollt, vor allem auch zu FIFA 18, dann lasst unbedingt ein Abo und ein Like da. Würde mich extrem freuen, wenn wir heute 500 Likes packen würden. Und dann würde ich sagen, beginnen wir auch direkt. Und ja, Freunde, dieses Video schließt an den letzten Trading-Tipp. Und ja, ich hoffe, ihr habt den alle gesehen. Ich hoffe, ihr habt ihn alle auch genutzt, diesen Trading-Tipp. Und zwar haben wir da in 83er und 84er Karten investiert und diese Karten sind jetzt einfach mal gestiegen. Wie ich es vorher gesagt habe, diese Karten werden auch noch weiter steigen, diese Karten bleiben jetzt im Hype. Ich hoffe, ihr habt wirklich genug gekauft, um jetzt eben hier einen krassen Gewinn zu machen. Ja, warum sind die 83er jetzt gestiegen? Erstens mal, weil hier dieses Smalling SBC rausgekommen ist, bei der man ein 84er Gesamtrating braucht, wie ihr hier sehen könnt. Ich muss die natürlich noch abschließen, das werde ich aber natürlich auch noch machen, keine Sorge. Und ja, da haben jetzt auf jeden Fall die 83er und 84er einen krassen Preisanstieg bekommen. Ich zeige euch einfach mal, was Benatia gekostet hat vorhin. Der hat 1200 Münzen gekostet, genauso wie Fonte, und einfach alle 83er haben circa 1200 Münzen gekostet. Wenn wir jetzt auf den Transfermarkt schauen, ja, dann sehen wir, dass die nicht 1200 kosten, ja, sondern die kosten wesentlich mehr. Die kosten über 2500 Münzen und das ist einfach nur richtig, richtig krass. Was ihr da für einen Gewinn gemacht habt, das ist eigentlich unfassbar. Aber wie gesagt, ich hab's euch ja vorher gesagt, ich habe ja den Trading-Tipp dazu gemacht. Das heißt, ich hoffe wirklich, ihr habt den genutzt, ihr habt da auf jeden Fall auch investiert. Und ja, Fonte kostet auch 2800 Münzen, 2900 sogar, der kostet sogar noch mehr. Alter, ist das krass. Der Fonte, der kostet sogar 3500 Münzen. Unfassbare Preise, die wir hier haben. Unfassbar. Das ist wirklich extrem, extrem genial, was man hier für einen Gewinn herausholen kann. Okay, Fonte 3300, Benatia, schaue ich jetzt nochmal kurz nach. Habe ich mir jetzt nicht ganz genau gemerkt. Ich glaube, ja, ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht mehr. Ich habe jetzt nur auf Fonte hier geachtet. Ja, Benatia so 2600 waren das, glaube ich, 2800. Okay, das heißt 2800 für Benatia und 3300 für Fonte. Ja, was wir jetzt machen, wir stellen diese Karten rein. Wir können jetzt natürlich auch noch mehr Risiko gehen und einfach noch länger warten, aber schaut euch das mal an. Wir machen pro Karte 1600 Münzen Gewinn. Ja, wir müssen natürlich noch die EA-Gebühren abziehen, aber das ist einfach trotzdem so ein nicer Gewinn. Ja, wir machen so viele Coins mit jeder einzelnen Karte hier gerade. Fonte, mit Fonte machen wir noch mehr Coins. Da machen wir ohne EA-Gebühren 2100 Münzen Gewinn. Habt ihr schon mal so leicht Gewinn gemacht? Seid mal ganz ehrlich, aber das ist richtig krass und ich stelle die jetzt hier einfach direkt alle rein für 3300 Münzen. Und ihr müsst mir unbedingt in die Kommentare schreiben, wie viel Gewinn ihr jetzt im Endeffekt gemacht habt. Habt ihr genug investiert? Habt ihr zu wenig investiert? Seid ihr ein bisschen enttäuscht, sage ich jetzt mal, weil ihr nicht so viel investiert habt? Und ja, Freunde, ich kann euch auch noch sagen, ich hoffe, dass die Spieler jetzt wieder ein bisschen sinken werden. Wenn ja, dann werde ich wieder investieren. Aber es ist eigentlich ziemlich unwahrscheinlich, dass sie jetzt wieder sinken werden. Also ich hoffe wirklich, ihr habt diesen Moment, diesen wahnsinnig guten Moment genutzt, um zu investieren. Weil das war einfach die perfekte Möglichkeit. Ja, da habe ich auf jeden Fall zum Glück ein gutes Auge dafür gehabt. Und ihr habt das hoffentlich alle auch gemacht. Ihr habt hoffentlich alle investiert. Wir stellen jetzt noch die letzten drei Spieler rein. Warum jetzt Fonte genau mehr wert ist als Benatia, das weiß ich ehrlich gesagt gerade selber nicht. Das wird wahrscheinlich an irgendwelchen SBCs liegen. Und ja, wir stellen jetzt hier die Karten fertig rein. Fonte 3300 ist drin. Und ihr seht auch schon bei den Münzen links oben. Die Spieler verkaufen sich extrem schnell, weil sie halt einfach gebraucht werden für diese Smalling SBC. Und jetzt überlegt mal, was passiert, wenn man ein 84er Rating wieder braucht, aber irgendwie ganz viele SBCs gleichzeitig kommen. Wenn die Best-of-SBCs kommen, zum Beispiel die Team-of-the-Season-SBCs nochmal oder die Inform-SBCs, ja, wenn da mehrere kommen, nicht nur die Smalling-SBC, dann müssten die 83er noch heftiger ansteigen. Aber wie gesagt, ich gehe jetzt hier kein Risiko und verkaufe die Karten, ne? Und ja, wir schauen jetzt hier nochmal kurz rein bei meinen Goldspielern, wie viele wir da jetzt noch am Start haben. Ich habe hier natürlich auch einige Special Cards. Und da kommen auch schon die 84er, das sind dann die 83er. Und ihr seht schon, ich habe echt ein paar geholt. Ich muss mir jetzt natürlich auch ein paar aufsparen, weil ich halt einfach jetzt die Smalling SBC noch machen will. Und der Consigli, der ist leider nicht ganz so heftig gestiegen, kostet aber auch so 2500 Münzen. Also auch ein sehr, sehr leichter Gewinn.
Muslera schauen wir einfach direkt auch mal nach. Kostet auch, ja, 2200 würde ich sagen. Sind auch 1000 Münzen Gewinn mit einer einzigen Karte. Es ist wirklich, es ist fast schon zu einfach. Es ist fast schon wirklich zu einfach. Musacchio, der gute Mann, kostet, ja, würde ich jetzt auch so auf 2500 Münzen einschätzen. Und ja, Freunde, die restlichen Spieler behalte ich mir noch, damit ich die Smalling SBC auf jeden Fall auch abschließen kann. Wir schauen jetzt noch aber bei einem 84er kurz rein, zum Beispiel bei Manolas für 2800 gekauft. Und der kostet, das ist so krass, der kostet einfach 6200 oder 300 Coins. Der kostet 6000, ja, ich schaue kurz nochmal auf Footbin. Ich schaue nochmal kurz übers Internet auf Footbin. Die Seite kann ich euch echt auch nur empfehlen. Die schreibt man, wie man sagt, Footbin. Und ja, da schaue ich jetzt mal kurz nach Manolas, was der kostet, weil da musst du nicht immer auf den Transfermarkt gehen. Manolas 6200 Coins. Unglaublicher Gewinn. Das sind über 3000 Münzen mit einem einzigen Spieler. Und ich denke mal, einen gönne ich mir hier noch. Einen verkaufe ich noch. Koke, den habe ich ziemlich spät gekauft. Den habe ich auch nicht fürs Investieren gekauft, sondern für ein Video. Und der ist jetzt, Alter, der ist einfach bei 7000 Münzen. Der ist bei 7000 Münzen. Ja, ich zeige es euch hier auch nochmal. 7000 Münzen. Unfassbar geil, wie leicht man hier Gewinn macht. Und ja, den Draxler, den verkaufen wir auch noch, weil ich will gerade irgendwie die Coins haben, wenn ich ehrlich bin. Alter, ist das krass. Draxler, 84er, schaue ich kurz mal auf dem Transfermarkt. Jawohl, kostet auch 7000 Münzen. Jungs, unbedingt alles verkaufen, was ihr im Verein habt. Wenn ihr das nicht macht, seid ihr selbst schuld, denn da könnt ihr jetzt extrem leicht Gewinn rausholen. Und ja, Freunde, das war es auf jeden Fall jetzt auch schon mit dem Trading-Tipp, der da jetzt eben sozusagen anschließt am vorigen Trading-Tipp. Und falls ihr mehr Trading-Tipps sehen wollt, dann müsst ihr jetzt unbedingt einen Daumen nach oben da lassen und auch natürlich auf Abonnieren klicken, falls ihr neu seid, damit ihr eben die neuen Trading-Tipps eben auch zu FIFA 18 nicht verpasst, denn da werde ich euch extrem weiterhelfen. Und ja, Freunde, das war es jetzt auch schon mit dem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ciao!